Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS-Radler. In diesem Video stelle ich dir mal die Software-Neuheiten zur Eurobike für dein E-Bike mit dem Bosch Smart System vor. Viel Spaß damit! Pünktlich zur Eurobike stellt Bosch viele neue Funktionen im Bereich der Software für E-Bikes mit dem smarten System zur Verfügung. Und das Tolle dabei ist, diese Neuheiten werden mit dem Software-Update auf Version 1.22 und einem Hardware-Update der Komponenten auf Version 12.x direkt mit der Eurobike auch für Bestandsradler verfügbar. Also schau mal in deinen App Store, ob das Update auf diese 1.22 für dich schon zur Verfügung steht. Ich konnte diese Version jetzt schon seit ein paar Wochen Probe fahren und kann dir da nicht nur die Funktionen vorstellen, sondern auch Erfahrungen aus der Praxis mitgeben. Die ganzen Tests habe ich hier auf dem Moustache Game 5 EMTB gemacht. Wenn dich das Rad mehr interessiert, schau mal unten in die Beschreibung. Da habe ich dir den ausführlichen Artikel auf meinem Blog verlinkt. Zum Start mal eine häufig gewünschte Verbesserung aus dem letzten Update. Zur Erinnerung, da ging es darum, dass du den Ride Screen auf deinem Smartphone jetzt zwischen Hoch- und Querformat wechseln kannst. Bisher war das automatisch der Fall und da gab es dann schon ab und zu ein paar Probleme, dass der in der falschen Ausrichtung war. Und da hat Bosch jetzt sehr schnell reagiert. Und diese Umschaltung erfolgt jetzt nicht mehr über den Lagesensor im Smartphone, sondern über einen speziellen Button. Also du kannst einfach per Hand umschalten zwischen Hoch- und Querformat im Ride Screen. Schon länger gewünscht, jetzt endlich von Bosch umgesetzt, wurde die Individualisierung der Datenseiten hier auf dem Purion 200 Display. Du kannst da die Datenfelder komplett individualisieren, du kannst die Reihenfolge der Felder wechseln und du kannst jetzt auch zwei Werte nebeneinander auf einer Seite einpacken. Also das finde ich eine sehr gute Erweiterung. Und zu der Konfiguration von dem Purion 200 Display, da wird es hier auf dem Kanal noch ein getrenntes Video geben. Insofern drück am besten unten auf den Abo-Button, vergesst die Glocke nicht, dann verpasst du auch dieses künftige Bosch-Video nicht. Der KI-Hype macht auch vor dem Fahrrad nicht Halt und so hat Bosch jetzt angekündigt, dass es KI-Funktionen im Bereich der Navigation für das smarte System geben wird. Da soll es eine Erweiterung über irgendwelche KI-Geschichten bei der Navigation und bei der Berücksichtigung von diversen Wegarten geben. In den letzten Wochen, wo ich wirklich intensiv da unterwegs bin, habe ich da bei der Streckenplanung nicht wirklich eine signifikante Änderung oder Verbesserung feststellen können. Insofern bevorzuge ich weiterhin die Planung über Komoot und dann lasse ich mich über dieses System von Bosch entlang der geplanten Strecke führen. Deutlich spannender finde ich da die neue Funktion Range Control. Auch die soll sich KI-Technologien zunutze machen, um da den Akkustand und die Unterstützungsstufen optimal einzustellen und so die Kraft zu dosieren, dass du mit dem gewünschten Akkustand am Ziel ankommst. Um dir dieses neue Range Control Feature ein bisschen genauer zu erklären, werde ich das jetzt mal an einer Beispielstrecke hier am Handy aktivieren und dann nehme ich dich mit auf eine Probefahrt. Dazu gehe ich jetzt hier mal in Fahren, meine Routen, habe hier eine Komoot-Tour vorbereitet und da sehe ich jetzt gleich, dass mit der Einstellung Eco 61% Akku am Ziel ist. Ich kann da jetzt auch mal was verändern, EMTB
oder Turbo mit nur noch 46%. Ich lasse jetzt mal mein Standard eMTB, da habe ich 53% vorhergesagt. Und jetzt kann ich hier den Range Control aktivieren. Diese Prozentzahl schaut zwar nicht wirklich nach einem antippbaren Feld aus, aber ich kann da drauf tippen und kann sagen, also wenn ich mehr Akku haben will, dann kriege ich direkt vom Start weg eine geringere Unterstützung. Oder ich sage, ich mache das auf einen Notfalltank, nur noch 15%. Ich stelle das jetzt hier mal auf 50% ein, kriege da volle Unterstützung. Sehe hier auch noch mal diesen schwarzen Punkt, der sich bewegt, wenn ich die Unterstützung verändere. Und wenn das soweit fertig eingestellt ist, dann gehe ich hier auf Speichern und kann die Navigation beginnen. Und hier sehe ich dann genauso auf dem Ride Screen den Akkustand am Ziel. Diese Akkustand am Ziel-Information kannst du dir über ein neues Datenfeld auch auf dein Kiox-Display konfigurieren. Unterwegs kannst du die Unterstützungsstufen wie gewohnt frei durchschalten. Wenn der Akkustand am Ziel den eingestellten Wert unterschreitet, dann nimmt das System wirklich merklich Leistung raus, um diesen Zielwert zu erreichen. Abhängig von Topografie und Untergrund ist da eine gewisse Energiemenge vorgesehen. Wenn du selbst mehr Drittleistung reinbringst, dann kann auch dieser Akkustand am Ziel auch mal hochgehen. Das ist mir häufiger an Steigungen passiert. Anscheinend reserviert da Bosch deutlich mehr Energie für Steigungen, als ich tatsächlich gebraucht habe. Wofür ich Range Control sehr gerne genutzt habe, war so eine Notreserve, um das Ziel auch wirklich komfortabel erreichen zu können. Dazu habe ich das auf etwa 15% Restakku gestellt, kann so die Unterstützungsmodi unterwegs frei durchschalten. Wenn es allerdings wirklich knapp wird, dann nimmt das System schon rechtzeitig Leistung raus. Was ich hier vermisse, ist die Möglichkeit, den Range Control während der Fahrt wieder rauszunehmen. Also hier auf den Ride Screens habe ich keine Möglichkeit gefunden. Selbst wenn ich jetzt hier den Ride Screen beende, habe ich da noch nichts gefunden. Ich muss dann wirklich hier die Fahrt und damit auch die Navigation beenden, um den Range Control auszuschalten. Wenn ich jetzt ohne Range Control die Navigation fortsetzen möchte, dann müsste ich wieder in meine Routen diese Tour aufrufen und dann ohne den Haken bei Range Control die Navigation erneut starten. Das Problem ist, ich kriege dann natürlich auch zwei unterschiedliche Touraufzeichnungen. Innerhalb der Flow-App sind noch zwei Statistikwerte hinzugekommen. Das ist zum einen mal die Nutzung von deinem ABS-System. Da gab es ja bisher schon eine ABS-Anzeige live auf dem Kiox-Display. Da kam jetzt noch was für die Zeit danach in der App hinzu. Kann ich leider nicht testen, denn ich habe im Moment kein Rad mit Bosch ABS zur Verfügung. Der zweite neue Statistikwert, der bezieht sich auf das eingesparte CO2 gegenüber der Fahrt mit dem Auto. Ja, ist halt so ein errechneter Wert und der wird übrigens auch für die alten Fahrten in deiner Flow-App-Aufzeichnung noch nachberechnet. Ist so eine Sache, ob das wirklich so sinnvoll ist. Wenn man da reine Freizeitfahrten macht, dann kann man ja nicht wirklich sagen, dass man da CO2 gespart hätte, weil auf den Trails wäre ich sowieso nicht mit dem Auto unterwegs gewesen. Insofern ist es eine ganz putzige Sache und okay, abgehakt. Dann gab es noch eine eher hardwarenahe Erweiterung, und zwar im Bereich der elektronischen Schaltungen. Diese E-Shift-Funktion unterstützt jetzt nicht nur die Schaltungen von Roloff, 3x3 und Enviolo, sondern es wurden auch die elektronischen Schaltungen von TRP
und die Shimano Di2 Qs und die Nexus Narbe mit integriert. Damit steht dir während der Fahrt eine Anzeige zum aktuellen Gang zur Verfügung und wenn du beispielsweise an der Ampel anhältst, dann kannst du automatisch einstellen, in welchem Gang du wieder anfahren möchtest. Dann kommt noch ein neuer Unterstützungsmodus, der nennt sich Eco Plus und soll für extrem stromsparendes Fahren sorgen. Ich konnte den leider auf dem Rad jetzt noch nicht testen. Da wird es dann noch ein zweites Video für diesen Modus geben. Aber im Prinzip kannst du da einen Schwellwert einstellen. Bis zu dieser Leistung bleibt der Motor komplett aus und erst wenn du mehr Leistung benötigst, dann kommt die Motorunterstützung hinzu. Somit kannst du natürlich sehr viel Leistung und Energie sparen und kommst extrem weite Strecken. Das waren also jetzt mal die Neuheiten, die sofort zur Eurobike auch an bestehende Nutzer ausgerollt werden. Die kannst du also sofort einsetzen. Darüber hinaus hat Bosch noch einen Blick in die Zukunft freigegeben. Und zwar gibt es da noch drei Funktionen, die etwas später noch kommen. Und die setzen dieses Bosch Connect Modul voraus und das kostenpflichtige Flow Plus Abo. Da gibt es zum einen die Fernabfrage vom Akkuladestand während des Ladevorgangs. So kannst du dann künftig zu Hause in der Wohnung kontrollieren, wie stark dein Rad schon geladen ist, während es zum Beispiel draußen in der Garage an dem Netzteil hängt, ohne dass du eine direkte Bluetooth-Verbindung zwischen Fahrrad und App brauchst. Darüber hinaus wird es für die Nutzer mit aktivem Flow Plus Abo eine erweiterte Navigation geben. Die Details dazu werde ich mal in einem getrennten Video dann nachreichen. Und dann wird es noch neue Statistiken in der Flow App geben, und zwar zur Nutzungsverteilung der unterschiedlichen Modi und der Leistungsverteilung zwischen dir und dem E-Bike-Motor. Das Ganze kannst du ja aktuell schon auf dem Kiosk dir anzeigen lassen. Zukünftig wird es dann auch nachträglich noch für jede Fahrt in die Statistiken innerhalb der App einfließen. So viel mal zu den Software-Neuheiten zur Eurobike für dein E-Bike mit dem smarten System von Bosch. Welche dieser Neuheiten hat dir am besten gefallen? Schreib mir da gerne mal deine Meinung unten in die Kommentare. An der Seite habe ich noch ganz viele weitere Bosch Smart System Videos verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Matthias. We'll be right back.